Es gibt Filme, da guckt man sich die Besetzung an und dann guckt man sich den Trailer an und dann guckt man sich die Story an und dann denkt man, boah, das kann ein richtig geiler Actionfilm werden. Und irgendwie aus diesem oder jenem Grund wird da nicht so recht was draus. Genau so geschehen leider bei Safe House, der auf dem Papier nach einem richtig klasse und richtig knackigen Actioner aussieht, oder nicht nur auf dem Papier, auch im Trailer damals so aussah. Und ich war dann im Kino und dann kam ich raus und dachte mir, ja, der war okay, aber halt auch nicht mehr. Jetzt guck doch mal, dem Format, bei dem ich Filme gucke und euch dann sage, ob man die gucken kann. Matt Weston, gespielt von Ryan Reynolds, schiebt eine recht ruhige Kugel. Er ist ein junger CIA-Agent, der in einem Safe House in Kapstadt, Südafrika arbeitet. Da passiert eigentlich den ganzen Tag nicht viel, also er kriegt seine Zeit rum mit Tennisbälle gegen die Wand schmeißen, so wie Steve McQueen in gesprengte Ketten. Oder er hat dann irgendwann macht er sich seine Kopfhörer rein und dann hört man Französisch, also er versucht eine neue Sprache zu lernen. Ab und zu telefoniert er mit seiner Freundin. Das war's im Grunde. Da gibt's dann aber dummerweise noch Tobin Frost, gespielt von Denzel Washington. Das ist ein abtrünniger CIA-Agent. Der wird bei einer geplatzten Übergabe von der CIA gefasst. Dann wird er in das Safe House verschleppt, in dem Matt Weston gerade seinen Dienst tut und soll da eigentlich nur verhört werden, bevor er dann weiter transportiert werden kann. Soweit, so normal. Da der Film da aber erst 20 oder 25 Minuten alt ist, ahnt der Zuschauer, nee, so einfach wird's wohl nicht. Und genauso wie vermutet, passiert es dann auch. Ein Trupp von, tja, welchen Söldnern auch immer, stürmt plötzlich dieses Safe House. Die Kugeln fliegen links und rechts rum und Frost und Weston können sich gerade noch so retten, flüchten dann mit dem Auto quer durch die Innenstadt von Kapstadt und müssen, wie auch immer, zum nächsten Safe House kommen, damit sie da einigermaßen sicher sind. Und es ist nicht ganz klar, wer steckt eigentlich dahinter. Also sind das irgendwie ehemalige Feinde von Denzel Washington, Schrägstrich Tobin Frost, also irgendwie Leute, denen er mal auf Fuß getreten ist, als er noch bei der CIA war? Oder sind das Leute von der CIA? Oder ist es vielleicht noch eine dritte Partei? Man weiß es nicht genau. Was auf jeden Fall aber feststeht, die Kugeln fliegen massenweise so knapp an den Hauptdarstellern vorbei. Denzel Washington wird gegrinst haben, als er das Drehbuch dazu bekommen hat, denn das ist im Grunde eine Rolle, die ihm auf den Leib geschneidert ist. Schon in den 90ern gab es, naja, nennen wir es mal die ersten Versuche, aus ihm sowas wie einen Actionstar zu machen. Virtuosity von 95 mit Russell Crowe ist gnadenlos gefloppt. Ricochet mit John Lithgow von 1991 ist gnadenlos gefloppt. Und man dachte erstmal, ja, dann ist Denzel Washington wohl wahrscheinlich doch kein Actionfilmmaterial. Dann kamen x andere Rollen. Plötzlich kam Man on Fire von Tony Scott und zack, bumm, war Denzel Washington plötzlich ein Actionstar. Mittlerweile haben wir ihn nicht einem, sondern in zwei Equalizer-Filmen gesehen, in denen ordentlich die Fetzen flogen, und dann gab es eben auch Safe House von 2012. Das ist einer dieser Filme, die mal wieder ihr Potenzial leider nicht voll ausschöpfen. Denn wenn man sich die Grundsituation anguckt, dann macht der Film richtig was her. Erstmal, bis in die Nebenrollen ist der grandios besetzt. Also Denzel Washington spielt sowieso alle an die Wand, eingeschlossen Ryan Reynolds, auch wenn der sich hier sichtlich Mühe gibt. Aber auch in kleinen Nebenrollen, da sieht man Sam Shepard, Brandon Gleeson, Vera Farmiga, Robert Patrick aus der T-1000 aus Terminator 2. Also wirklich, wirklich noch die kleinste, unwichtigste Rolle ist hier mit Klassen, was heißt unwichtig, ist hier noch mit klasse Schauspielern besetzt. Das Drehbuch macht eigentlich richtig was her. Also wenn man an die Story denkt, abtrünniger CIA-Agent wird geschnappt und dann in ein Safe House und dann wird geschossen. Was steckt wohl dahinter? Gibt es eine Verschwörung? Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum der abtrünnig ist und nicht mehr bei der CIA ist. Was soll da verheimlicht werden? Was soll da aufgedeckt werden? Es gibt Verfolgungsjagden, es gibt Schießereien. Eigentlich ist alles da, nur irgendwie schafft es dieser Film nicht so richtig, die PS auf die Straße zu kriegen. Ich kann selbst nicht genau sagen, woran es liegt.
Ich kann sagen, dass er professionell gemacht ist. Also, wie gesagt, die Darsteller holen wirklich alles aus ihren jeweiligen Rollen raus. Die Verfolgungsjagden ab und zu ein bisschen viel Wackelkamera, aber ansonsten sind die auch okay und unterhaltsam und spannend gemacht. Und ich finde es gut, dass hier mit Kapstadt mal ein Drehort genommen wird, den man sonst nicht so in Actionfilmen sieht. Also ich habe schon 25 verschiedene Verfolgungsjagden quer durch L.A. gesehen. Das ist mittlerweile ein bisschen langweilig. Hier finde ich es gut, dass wirklich mal dieser exotische Schauplatz genommen wird. Aber auch daraus macht der Film für mich zu wenig. Teilweise Nebenfiguren sind nicht so weit entwickelt, wie sie vielleicht hätten sein können. Die Action ist handgemacht und also größtenteils handgemacht. Hier und da wurde vielleicht ein bisschen mit CGI geschummelt. Aber zu 90% handgemacht und sieht gut aus und ist unterhaltsam und es kracht und wumst und die Kugeln, die fliegen im Dolby Digital an einem vorbei. Also, es ist alle Zutaten für einen richtig geilen und packenden und unterhaltsamen und spannenden Action-Thriller. Die sind da. Und es ist aber nicht French Connection oder Ronin oder Leben und Sterben in L.A. oder Bullet bei rausgekommen. Es ist leider nur Safe House bei rausgekommen. Ein Film, den man sicherlich gucken kann, den man aber nach ein, zwei Tagen schon wieder vergessen hat. Es sei denn, man ist jetzt der größte Denzel Washington-Fan. Insofern schade, dass der Film sein Potenzial, sein wahrscheinlich im Original recht gutes Drehbuch und seine Darsteller, tja, ich muss leider so sagen, im Grunde verschenkt. Da wäre sicherlich mehr drin gewesen. Vielleicht mit einem erfahreneren Regisseur auf dem Regiestuhl hätte er mehr daraus werden können. Also ich denke mir, was wenn William Friedkin, der Regisseur von French Connection, den Film gemacht hätte? Oder was wenn John Frankenheimer, der Regisseur von Ronin, diesen Film gemacht hätte? Oder was wäre, wenn Tony Scott selig diesen Film gemacht hätte? Da hätte wahrscheinlich was richtig Geiles draus werden können. So ist es leider nur ein Durchschnitts-Actioner geworden. Ja, sicher, unterhaltsam, kurzweilig, gut gespielt, gute Action, alles okay, aber nichts Besonderes und halt nichts, was man nicht schon in 20 anderen Filmen gesehen hätte. Dafür gibt es unterm Strich leider nur 2,5 von 5 Safe Houses und eine eingeschränkte Guckempfehlung für alle absoluten Actionfans, alle Fans von Ryan Reynolds und alle Fans von Denzel Washington. Vielen Dank fürs Reinklicken, Bewerten, Kommentieren, Teilen, bleibt zu Hause, bleibt gesund, viel Spaß beim Gucken und bis zum nächsten Mal.